Hallo ihr Lieben, auch 2019 werde ich wieder ein Bullet Journal führen und zeige euch heute, wie ich es aufsetze. Wenn ihr noch gar nicht wisst, was ein Bullet Journal ist und was es damit auf sich hat, dann schaut euch unbedingt das Video aus dem letzten Jahr an, da erkläre ich euch das alles ganz genau. Alles, was ihr für euer Bullet Journal braucht, ist ein Blanko-Notizbuch, zum Beispiel das Leuchtturm 1917, und ein paar Stifte. Falls ihr Angst habt, dass euer Buch am Ende des Jahres aussieht wie Hund, schaut mal, das ist mein Buch vom letzten Jahr und es sieht eigentlich immer noch ganz gut aus. Bis auf den kleinen Kaffeefleck auf dem Band. Am Anfang des Buches befinden sich drei Tabellen, die ich aber immer mit dem Cuttermesser herauslöse. Und dann geht es auch schon los mit dem Bullet Journal 2019. Zuerst schreibe ich immer alles mit dem Bleistift vor, damit ich mir sicher bin, dass alles am rechten Platz ist. Erst dann ziehe ich es mit dem Fineliner nach. Am Anfang des Bullet Journals mache ich immer eine Monatsübersicht mit allen Monaten. Hier kann ich für alle Folgemonate schon meine wichtigsten Termine eintragen. Auch hier habe ich wieder die Monate mit dem Bleistift vorgeschrieben und male nun den Hintergrund rosa an. Dazu nutze ich einen breiten Brushpen. Sobald der Brushpen dann getrocknet ist, schreibe ich die Monate mit dem Fineliner nach. Danach radiere ich den Bleistift einfach wieder weg. Nach der Monatsübersicht folgt eine Seite nur für Geburtstage. Auch hier habe ich wieder alles mit dem Bleistift vorgeschrieben, male die Geburtstage nur mit dem rosa Brushpen an und schreibe dann alles mit dem Fineliner nach. Auf die Geburtstagsseite folgt eine Seite für die wichtigsten Ziele, die ich mir in diesem Jahr vorgenommen habe. Auch meine persönlichen Meilensteine in diesem Jahr möchte ich in meinem Bullet Journal festhalten. Und natürlich auch meine Reisen. Allerdings schreibe ich hier nur die Reisedaten und Orte hinein, denn die Notizen kommen in mein Travel Journal. Aber los geht's nun endlich mit der Monatsübersicht für den Januar. Dazu lege ich mir einfach die Linien unter und schreibe Januar auf die erste Seite. Auch hier schreibe ich wieder mit Bleistift vor und dann später mit dem Fineliner nach. Danach bekommt jede Woche eine Doppelseite. Oben links schreibe ich natürlich den Monat hin und male dann auf jede Seite vier rosa Streifen, sodass vier Kästchen entstehen. Sobald der Brushpen getrocknet ist, schreibe ich mit dem Fineliner die Wochentage darüber. In der letzten Spalte vermerke ich die wichtigsten To-Dos für die Woche. Nach genau demselben Schema fertige ich nun alle folgenden Wochenübersichten an. Am Ende des Monats gibt es noch eine Seite für meine persönlichen Monatsziele, eine weitere Seite für meine Statistiken und eine Seite für meine persönlichen Ideen. Auf der allerletzten Doppelseite des Bullet Journals habe ich wieder mein persönliches Kanban-Board eingelegt. Dafür habe ich mir wieder die Tabelle mit Bleistift und Lineal vorgemalt und zeichne sie dann mit dem Brushpen nach. Dann beschrifte ich die Spalten mit dem Fineliner mit To Do, In Progress, On Hold und Done. Und schon kann ich wieder alle meine Aufgaben in meinem persönlichen Kanban-Board organisieren. Alle Aufgaben, die ich in Zukunft erledigen muss, kommen nach To Do, Dinge, die ich schon bearbeite, kommen zu In Progress, falls ich mal etwas nicht weitermachen kann, weil mir noch etwas fehlt, kommen die in On Hold,
und fertige Dinge kommen natürlich auf dann. Einige Dinge habe ich dieses Jahr aber anders gemacht als im letzten Jahr. Zum Beispiel habe ich mir das Inhaltsverzeichnis gespart, da ich es einfach letztes Jahr nicht vollendet habe. Auch die Monatsübersicht sieht ein bisschen anders aus. Letztes Jahr habe ich jeden Tag noch als Zahl aufgeführt, dieses Jahr habe ich einfach nur Spalten gemacht. So kann ich die Termine viel freier eintragen. Auch die Wochenansicht hat sich etwas verändert. Nun stehen die Tage nicht mehr untereinander, sondern jeweils in Zweierpäckchen nebeneinander. Wie ich die kommenden Monate gestalte, weiß ich noch nicht. Letztes Jahr habe ich aber auch hier variiert. Damit ihr wisst, wie es weitergeht mit meinem Bullet Journal, könnt ihr das in Zukunft immer bei Insta-Stories verfolgen. Dort werde ich jedes monatliche Setup einmal zeigen. Wenn euch mein Bullet Journal Setup gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu geben und meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr Lust auf noch weitere tolle DIY-Ideen habt, dann schaut unbedingt auf meinem Blog vorbei. Viel Spaß!